Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei den Davisa, meine lieben Freizeitstrategen da draußen. Wir haben beim letzten Mal einen sehr, sehr schönen Fortschritt gemacht und haben einen kleinen Puffer an Arbeitern, aber es ist nur ein kleiner, weswegen ich jetzt natürlich schauen muss, wie wir weiterverfahren. Könnte es sein, dass das hier Clan Rictus ist? Eventuell sollte ich Clan Rictus jetzt einfach mal klar machen, dass unsere Freundschaft nicht von Dauer sein kann. wo ist er denn hier? Ne? Er mag uns. Er wird das jetzt bereuen, dass er uns mag. Ich mache den Nicht-Angriffspakt weg. Und ich mache auch den Handelspakt weg. Dass er das jetzt nicht gut findet, kann ich absolut nachvollziehen. Aber irgendwas ist ja immer. Die Kriegsherren von Saar würden mit mir handeln. Ah, ich bin am überlegen, ob ich das tun soll. Wobei, auf der anderen Seite, es wäre cool, sie als Nicht-Gegner nebenan zu haben. Ich muss ja nicht unbedingt sie auslöschen. Ne? Wäre ja vielleicht sogar ganz gut, einen gewissen Puffer zu haben. Ich möchte mich jetzt um die Hochelfen kümmern. Hier unten und auch um diese Orks. Ne? Dann, wenn ich das hier alles hätte, ohne Witz, dann wäre meine Front nahezu unaufhaltsam. Was ist hier passiert? Ich glaube, uns wurde hier ein Sitz weggenommen. Ja, der mit den Rohmaterialien. Die Sau hat uns den Sitz weggenommen. Na gut, kann ich jetzt auch nicht ändern. Nicht im Moment zumindest. Ich hätte hier gerne mehr Gegner, die mich angreifen. Aber die kriege ich, glaube ich, gerade eben nicht so richtig. Will ich das hier noch ausbauen? Ja, das baue ich auch noch aus. So, jetzt mal gucken. Ich bin übrigens auch bereit dazu, meine diplomatische Reputation über den Haufen zu werfen, wenn es um Clan Rictus geht. Aber eigentlich, wenn ich es nicht muss, tue ich es nicht. Ich muss es nämlich gerade eben nicht. Ich könnte nämlich jetzt erstmal die hier attackieren. Und dann sehen wir ja gleich, ob da jemand drin ist. Da scheint keiner drin zu sein. Oder zumindest keiner, der mit denen hier Krieg hat. So, der Dämon hat es hinter sich und das bringt uns nochmal... Oh, 261 Gefangene. Nice. Lamianische Schwesternschaft wurde übrigens auch vernichtet. Wohnt da jemand drin? Ja, ja, da wohnt jemand drin. Die greifen wir jetzt dann doch noch nicht an. Mein Plan ist es, die Festung von Vorak anzugreifen. So, nachdem wir die Flammen von Asgore haben, dann holen wir uns auch noch den Höllenhammer und jetzt aktivieren wir die gewaltigen Höhen. Denn ich möchte das, nicht das Aschen, warum ist denn hier, und nicht das da, hier Asgores, ne, warte mal, das hier ist das Coole. Ach, stimmt, ja, okay. Egal, aber wir haben auf jeden Fall nochmal einen wichtigen Zauber jetzt bekommen, den ich euch noch zeigen möchte. Dann bekommt er jetzt extra Pulver. Und Gordus verbessert die Abwehr unserer Hobgoblins ein klein wenig. So. Da vorne sehen wir übrigens Prinz Imrik. Eventuell sollten wir uns erstmal um die Position von ihm kümmern. Naja, wir werden sehen. Wir können wieder einen weiteren Sitz beanspruchen. Diplomatische Beziehung mit Chaoszwergen, Chaoskriegern und Norska, Einkommen aus Handelszöllen. Jo, gerne. Dafür, dass sie der Verbannte sind, sind wir auf einmal unfassbar beliebt. Und wir sollen Goldzahn den Krieg erklären? Nee, das mache ich nicht. Oh, die Granitwache. Ich könnte mir jetzt die Granitwache holen. Die haben wir jetzt gerade eben jetzt freigeschaltet. Aber machen wir nicht. Nicht in diesem Moment. Das hier überspringen wir auch. Die Schrotttürme sind nun ready. Da machen wir auch eine Verteidigung rein. Ich will ja meine Wirtschaft hier abgesichert haben. Wir verstärken die Verteidigung hier. Und das hier würde mir einfach noch mehr Geld bringen. Also warum nicht? So, die Nebensiedlung hier unten. Da machen wir einfach noch mehr Verlustverstärkungsrate und Ressourcen von Heilbündel. Oh, das Ding hat sogar positive öffentliche Ordnung. Wie habe ich das verdient?
Den machen wir mal defensiv. Und hier können wir später vulkanisches Vorkommen machen. Oh, das ist geil. Noch mehr Rohmaterialien. Nice, nice, nice. Aber bis es soweit ist, sorgen wir hier auch eher für Kohle, oder? Ja, wir sorgen ja für Kohle. Wir brauchen halt auch Geld. Also die Soldaten lassen sich halt trotzdem nicht mit Ausrüstung bezahlen. Die wollen Geld sehen. Nur so können wir unsere Truppen weiterhin unterhalten, nicht unterrichten. So, ich gehe jetzt mal ganz keck hier so rein. Wir haben wieder eine Unterstützung erhalten. Und wir sehen, dass seine Armee nicht besonders stark ist. Er scheint auch sogar schon seinen Drachen verloren zu haben. Nice, nice, nice. Was haben wir denn eigentlich jetzt hier für Unterstützungen? Konvoi-Vollstrecker, gefangene Opfer nach der Schlacht. Geil, das nehmen wir. Führerschaft für die Armee. Änderung der Winde der Magie zu unseren Gunsten. Ein Ork-Schamane. Den nehme ich auch noch damit rein. Ganz im Ernst, das kann alles eher am meisten brauchen. Rüstungen. Oh, warte mal, hier haben wir noch den Krone. Oh, das ist ein anderes Item. Das ist ein Regenerations-Item. Das haben wir bekommen. Das hat er. Krone des Schlunds. Aber ich glaube, es gibt Leute, die haben da, können damit mehr anfangen. Krone des Schlunds. Das ist, wie gesagt, ein Talisman. Dann ist der jetzt hier am Regenerieren. Ne, Knochen des Schlunds. Entschuldigung, Knochen des Schlunds. Rüstung und Fähigkeit Feuerspein. Das finde ich eigentlich ziemlich nice für ihn. Waffe, die Schlachtenklinge. Verzaubertes Objekt, Trank der Tollkühnheit. Gut, er wird selten was anstürmen, sagen wir es mal so. Und er hat sich noch nicht wirklich was verdient. Er muss ja immer noch warten, bis es ja endlich mal zu einer Rebellion kommt. Aber ich glaube, es kommt zu keiner. Ich möchte hier jetzt auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir noch mehr Ausrüstung produzieren. Und damit gehen wir in den nächsten Turn. Der Spukwald behält interessanterweise, wenn wir hier nichts machen, seine vampirische Korruption dauerhaft irgendwie. Das habe ich bei Playtests schon gemerkt. Also ihr seht, es geht zwar schon runter, aber es dauert ewig. Drusina-Enklave wurde vernichtet. Okay. Und er hier hat gelevelt. Dann sorgen wir mal dafür, dass seine Truppen leveln. Er kann übrigens, wie ihr sehen könnt, Verlustversteuerungsrate für die Armee machen. Danach bekommt er selber noch mehr Trefferpunkte. Alternativ könnte man noch sagen, er ist ein Adjutant, was den Unterhalt für alle Einheiten reduziert. Und hier am Ende dann alle Chaos-Zwergen-Einheiten verbessert. Oder man macht ihn zu einem reinen Goblin-Kommandanten hier mit brutaler Disziplin. Und dann gibt es Barscher Meister. Dann werden die ganzen Grünen heute günstiger und haben noch mehr Moral. Aber ich möchte jetzt erstmal dafür sorgen, dass sie noch mal ein bisschen mehr Einheitenerfahrung generieren. So, wir haben die längeren Schichten durch. Das war wichtig. Dann können wir mal wieder zurück zum Militär gehen. Und jetzt gucken wir mal, dass wir die Erfolgschance für Hinterhalt... Ne, wir machen den Marsch. 5% der Bewegungsreichweite. Dich überspringen wir. Das hier würde ich gerne noch weiter ausbauen für noch mehr Geld. Ja, komm, das machen wir. Und hier... Wir könnten natürlich auch jetzt plündern hier für wie viel? Ja, 77, das rockt mich nicht. Das könnte ein harter Kampf werden. Aber wir holen uns jetzt die Gefangenen. Komm, Prinz Imrik, stell dich. Das Spiel schlägt uns ja einen Pyrrhus-Sieg vor. Was ist denn das für eine Siedlung? Eine offene Feldschlacht. Er hat sehr wenig Nahkämpfer. Wir sollten davon ausgehen, dass er ein ernstzunehmender Gegner ist. Aber wir sind es auch. Vergessen wir das nicht. Ich denke, wir können das gewinnen. So, da sind wir drin. Ihr seht, wir sind leicht im Vorteil. Das Problem ist, er ist halt ein ziemlich starker Kämpfer. Ich muss dafür sorgen, dass seine Fernkämpfer hier keine große Rolle spielen. Weswegen ich tatsächlich mit den Gobelins hier über die Flanke gehen werde und sie von hinten angreife. Ich werde hier mit denen hier
mich erstmal so aufstellen und unsere Truppen breiter auffächern. Ich glaube, ich fächere mich sogar noch mehr auf. So, und dann machen wir nämlich jetzt hier die Nummer 1. Setzen euch fest. Ihre Fernkämpfer werden eine höhere Reichweite haben als unsere. Damit müssen wir leben. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Wir werden sie erstmal rauslocken. So. Okay, ihr sollt beide nicht davonlaufen. Ihr macht auch für mich die Nummer 4. Und dann geht's mal los. Also, euch bewege ich schon mal dahin. Und wir fliegen hier schon mal ein bisschen ran. Ich guck mal, dass ich ihnen hier schon mal ein Präsent schicke. Diese Schlacht könnte jetzt ein bisschen dauern, ne? Da müssen wir halt sehr, sehr taktisch vorgehen. Da fliegt das Ding. Und ihr seht, gegen die Hochelfen macht das Ding schon seinen Schaden, ne? So, wir warten jetzt hier, bis wir den Höllenhammer machen können. Ich glaube, der Höllenhammer könnte einen höllischen Spaß machen, wenn wir den hinbekommen. Der kostet aber halt leider 16. Die Flammen von Asgore kosten 18. Das dauert so seine Zeit. Ihr geht da noch hin. Ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu nah rangehe. Hallo? Gelände? Was tust du? Ich muss halt auch ansonsten ein bisschen aufpassen hier gerade eben. Warte mal. Also ich will eigentlich wirklich warten, bis ich den Cast machen kann. Weil der Höllenhammer, der haut ganz schön rein. Oh. Kommen sie? Ich glaube, sie kommen. Ja, dann sparen wir uns das nochmal ganz, ganz kurz. Das ist für mich mega wichtig, denen in den Rücken zu kommen. Die Dragon Princess hier, die Mieslinge. Okay, ich muss dafür sorgen, dass die abgewehrt werden. Wir warten auf den richtigen Moment. Ach, ich gebe denen jetzt einfach schon mal den Angriffsbefehl, was soll's. Ich nehme den aus der Truppe raus. Der Flaggenangriff ist ein bisschen ätzend. Ich muss jetzt Gordus da irgendwie durchschlüpfen lassen. Will es hier Feuer speien lassen. Okay, das hat es nicht so wirklich gebracht. Jetzt machen wir mal den Hammer, würde ich mal sagen. Der würde super hier hinpassen. Nee, warte mal, ich habe eine bessere Idee. Das hier bringt mehr. Nicht so günstig. Aber jetzt kommen die hier an und räumen die weg, das ist wichtig. Das hier hat richtig zugelangt, das ist super.
Ich heile ihn jetzt hier gerade eben mal. Wir sammeln jetzt ja auch nochmal Energie, dass wir das jetzt ja auch noch schnell hinbekommen. Du fällst ihn in den Rücken. So. Hier da drüben verlieren wir gegen die Drachenprinzen. Kommt schon, einen Punkt mehr, einen Punkt mehr. Ich glaube, dann werde ich nämlich jetzt hier die Hochelfen an der Stelle hier mal wegschmieden. Zeige ich euch mal diesen Schmiedezauber und bumm! Wunderschön. Einfach nur wunderschön. Drangi! Axotai! Ja, also hier sieht's ungünstig aus. Vor allem, weil halt auch er damit am Start ist. Wir müssen irgendwie ihn hier besiegen. Du schießt auf das da, was ist mit euch? Ihr schießt auf ihn. Stock them! Eine Zwergenkriegereinheit flieht. Ich sorge dafür, dass er jetzt hier leichter zu besiegen ist. Und da geht er down. Sehr gut. Also der Hochelfengeneral ist down. Ihr geht in die Richtung und holt euch die. Das Schöne ist, dass wir jede Menge Fähigkeiten haben, die wir benutzen können. Und die auch sehr, sehr nützlich sind. Wo ist er? Gordus, du kümmerst dich mal um die da. Halt, nein, oh Gott. Da ist schon wieder was aufgetaucht. Ich sage, die vielen Bogenschützen sind ein Problem. Jetzt debuffen wir mal die hier schnell. Ne? Jetzt haben die keine Nahkampfabwehr mehr. Greift an, greift an, greift an. Was macht der hier? Der macht gar nichts mehr. Also die Drachenprinzen hier sind echt ein Problem. Vor allem deswegen, weil wir machen hier Feuerschaden. Und die haben halt 25% Feuerresistenz. Aber ich glaube, aus der nächsten Nähe sind die Feuergläfen trotzdem stark genug, um den Drachenprinzen hier eine einzuschenken. Wir haben gewonnen! Sehr schön. Also dieses Feuerspucken, ich bin noch nicht so richtig davon überzeugt, ob das ein gutes Ding ist. So, wir verfolgen. Einfach, weil es Sinn macht, noch mehr Gefangene zu nehmen. Die sind entkommen. Du kannst hier noch ein bisschen mitmachen. Leider kann ich sie noch nicht mehr verlangsamen oder sowas in der Art. Da habe ich den Zauber noch nicht gelernt für. Hat alle seine Nachteile. Ich habe keine Ahnung, warum der hier so rumbackt. Egal. Wir haben es geschafft. So, da.
wieder 5000 XP, 218 Arbeiter und wir werden diesen Laden jetzt auch erstmal als Fabrik übernehmen, würde ich sagen. Hauptsache, wir haben das Ding schon mal. Wir haben Imrik besiegt. Noch mehr Feuerresistenz für ihn. Jetzt hat er eine gewisse absurde Feuerresistenz, oder? 60%! 90% ist ein Cap, ne? Ein Aschesturm könnten wir uns jetzt holen. Aschen. Ich sorge dafür, dass er Barriere bekommt. Ich möchte mich jetzt hier in diese Richtung ranarbeiten. Das Wichtige ist, dass wir jetzt die coolen Zauber haben. Ihr habt gesehen, ne? Die haben uns hier schon wirklich massiv weitergeholfen. Zielfernrohr für ihn. Dass er nochmal ein bisschen weiter schießen kann. Und du verbesserst jetzt hier nochmal unsere ganzen Gobbos in der Offensive. Die inzwischen jetzt hier wirklich ein sehr, sehr beeindruckendes Profil entwickelt haben, würde ich mal behaupten. Und da ist noch nicht Schluss. Da geht noch was. Das hier brauchen wir nicht. Wir haben keine Unit verloren. Das heißt, wir können danach sofort die dunkle Festung attackieren. Dinge, die mir gefallen. Okay, wir haben dadurch jetzt hier wieder ein bisschen Arbeiterpuffer aufgebaut. Wir verbessern hier noch die Verteidigung. Ich will gerade eben keine Arbeiter rausschmeißen. Ich bin froh, dass der Laden brummt. Mehr Goblins? Ja, das könnte man machen. Wir holen uns jetzt hier mal ein paar Berittene. Dann ist die Armee fast voll. Aber halt noch fast. Will ich hier noch einen höllischen Kastellan mit reinnehmen? Weiß es nicht. Weiß es nicht, ob sich das rechnet. Wir werden sehen. Ach, wie süß. Mehr Freiwillige für die Minen. So, okay. Wir werden jetzt einfach direkt jetzt hier die dunkle Festung nehmen. Zack. Ausrauben. Wir haben auch ein brutales Geschäft am Laufen. Ich bleibe jetzt erstmal dabei. Hallo? Erstmal zu allen Fabriken irgendwie zu machen. Umgebaut sind die später alle noch. Na, wir machen hier ja gerade eben gar nichts, außer das Gelände zu erobern. Als nächstes Meister der Hölle? Nee, das bringt's gerade eben noch nicht. Gier der Asgore. Ja, das hätte ich ganz, ganz gerne. Das sorgt dafür, dass wir noch mehr Material produzieren. Du machst jetzt hier nochmal die Schützen nochmal stärker. Schaut euch mal diesen grünen Balken an, der ist ziemlich nice überall. Munition, mehr Geschossschaden, das kann sich alles sehen lassen. Und als nächstes werden wir Sauflecken uns holen. Nee, bleib nochmal drin, dann regeneriert es nochmal ein bisschen besser. Ja, die Truppe ist jetzt ziemlich einsatzbereit, möchte ich mal sagen. Also nur für den Fall das, ne? Einen Platz brauchen wir in dieser Armee noch frei für Gordus. Ich glaube, also vielleicht noch ein Caster. Irgendwann, wenn wir das leisten können. Ich sehe noch nicht, wann das sein wird. Ich möchte jetzt auf jeden Fall das hier machen, die Kohleschmiede. Das Problem ist, ich brauche dafür 1425 an Rohmaterialien. Aber das Ding macht halt mega krass Ausrüstung. Einfach aus Holz. Voll geil. Turm der Qualen, lassen wir mal nochmal. Nee. Machen wir Verteidigung rein, möchte ich nicht gleich verlieren. Hier, da haben wir Gold, möchte ich nicht verlieren. Das hier ist beschädigt. Das zerlegen wir mal und reparieren tun wir es gerade eben nicht. Wir können wieder einen Konvoi losschicken. Natürlich schicke ich erstmal wieder ihn los. 700 für 400 Waffen. 800 für 460 Waffen. Ja, ich schick's hier hin. Das sind 4 Turns. Zum Titanerbe. Dann bekommen wir wieder ein paar Arbeitskräfte ran gekarrt. So, nächster Turn. Dann können wir vielleicht noch Sauflecken uns jetzt hier holen.
Wieder eine Konvoi-Begegnung. Für 1000 Gold gibt's viel Fraße. Ja, die nehmen wir mit. Dann ist dieser Konvoi irgendwann einfach nicht mehr angreifbar. Den kann ab einem gewissen Punkt einfach keiner mehr angreifen. Ich glaube, das muss noch gebalanced werden, aber ich beschwere mich nicht, dass es gerade eben so ist. Arnu! Ach, wie süß. Hi! Knapper Sieg. I take it. Nochmal 218 Arbeiter. Nice. Und, oh, nochmal 800 oben drauf. Kann man nicht nein sagen. Komme ich da noch ran? Nee, diese Runde leider nicht. Oh, schade. Aber egal. Das war geil. Oh, das war gut. So, wir sind die Zerstörung. Ich mache jetzt hier die ganzen... nee, warte mal. Ich kann die lange Jahre der Verbannung jetzt schon machen. Cool. Jetzt ist der Zauber günstiger. Der eine Kreiszauber, den ich euch leider nicht ausführlich gezeigt habe. Da habe ich ein bisschen gefailt. Aber egal. Ihr werdet ihn noch sehen. So, und jetzt schließen wir noch die Nahkampfboni ab. Naja, es sind eigentlich nicht alle Nahkampfboni. Hier gibt es ja noch ein paar Sturmboni, aber die Hobgoblins. Ne? Das sind Tier-2-Einheiten von den Werten her. Definitiv. Sogar schon fast an der Schwelle von Tier 3, aber dafür fehlen ihnen ein paar Special Abilities. Die sind jetzt brauchbar. Was machen wir hier noch rein? Ah, nee, warte mal, ich muss sparen. Ich muss sparen. Ich wollte sparen auf... Oh Gott, was war's denn? Hier. Genau. Auf das da. Darauf wollte ich sparen. Dass wir das Ding jetzt hier so richtig schön fabriklich nutzen können mit dem Holz. Splitterfels bekommt noch mehr Verteidigung. Und hier machen wir auch eine Verteidigung rein. Da können wir später vielleicht noch irgendwas machen mit maximale Frachtkapazität für Konvois. Okay. Einkommen aus Handelszöllen. Und wow, was man da hier alles reinkriegt. Das Gebäude ist... Oder ich hätte beim Turm von Zar was machen können. Egal. Können wir gleich in der nächsten Runde auch noch machen. Das rennt ja nicht weg. It's not running away. Ein eifriger Stamm Hobgoblins möchte sich uns anschließen. Ja, kommt her. Schickt sie an die Front. Ein Übermaß an Arbeitern. Okay, das ist geil. Ja, wir haben wirklich jetzt sehr, sehr viele Arbeiter. Aber ihr seht, die bauen sich halt trotzdem auch wieder ab, ne? Schneller, als es einem lieb sein kann. Viel schneller, als es einem lieb sein kann. So, was machen wir hier? Hier machen wir gar nichts. Jetzt werden wir den Laden hier nochmal angreifen. Und nochmal 26 Arbeiter bekommen. Und wir werden das Ding jetzt hier einfach mal... Ja, dich mache ich jetzt zum Aufsichtsboss. So. Minu. Na, Imrik. Haben Sie noch ein paar letzte Worte? Ich muss immer nur diese Questschlacht machen, ne? Alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Sie rennt uns ja nicht weg. Dunkle Festung reparieren, dich reparieren. Verteidigungsanlage rein. Hier kann ich mir das Geld leider nicht leisten. Also ihr seht, na, wir haben es jetzt geschafft. Irgendwie hat Imrik sich hier total zerschlissen. Uns greift auch keiner so richtig an. Drazot ist aus meiner Sicht hier mega OP. In der Immortal Empires Kampagne ist das Gegenteil der Fall. In der Immortal Empires Kampagne hast du Stress von hier unten, hast du Stress von Osten. Das ist hier einfach nur die Situation aufgrund der Map-Auswahl. Er ist einfach am Rande der Map und hat es deswegen relativ chillig. Ich warte hier nochmal mit dem Regenerieren. I cannot rewrite reality. Aber was ich machen kann, ist mich hier in den Weg stellen. Versuch's gar nicht erst. So, wir haben eine Bewegungsreichweite nun. Schlachtverstärkungszeit. Nee, wir holen uns mehr Chance auf Hinterhalt. Oder? Hier kann ich die Kadei noch verbessern, aber das machen wir erst später. Ah, nee, Unterhalt für alle Einheiten. Ich habe so viel Ausrüstung, dass ich mir das leisten kann. Das hier auf Stufe 3 bringen. Ach, warum nicht? In Sauflecken kann ich die Verteidigung reinmachen.
Und damit sind wir fertig für diese Folge. Wir sind super erfolgreich. Das ist der erfolgreichste Run, auch wenn der erste Teil... Oh, nice. Auch wenn es am Anfang nicht so aussah mit meinem Fail mit dem Konvoi. Aber das ist der erfolgreichste Run, den ich mit all meinen Playtests hatte. Und da kommen die nächsten Freiwilligen für die Bienen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Adi.